Also, wir haben heute im Rat eine Anfrage gestellt, und zwar zur Sekundarschule. Die Vorgeschichte dazu ist, dass nach dem Schulkonsens im Land, wo sich ja CDU, SPD und Grüne geeinigt haben, darauf Sekundarschulen einzurichten, wir hier eben auch in Düsseldorf darüber diskutieren, das zu tun. Es aber leider sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was die Sekundarschule denn eigentlich ist. Die CDU hat nämlich die Idee, man könne die Hauptschulen nehmen, einfach Sekundarschule als neues Schild dran machen und alles bliebe beim Alten. Das ist aber mitnichten so. Und deswegen haben wir heute die Anfrage gestellt, um das nochmal sehr deutlich zu machen. Wir haben gefragt, wie unterscheiden sich eigentlich Hauptschule und Sekundarschule voneinander? Und die Verwaltung hat sehr deutlich gemacht, dass in der Sekundarschule länger gemeinsam gelernt wird, dass es dort gymnasiale Standards gibt, dass alle Kinder jegliche Chance bekommen, auch bis zum Abitur die Schule weiterzuführen, weil es eine verbindliche Kooperation mit einer Oberstufe geben muss. Und dass eben auch die Unterrichtsqualität ganz anders wird dadurch, dass viele unterschiedliche Kinder gemeinsam lernen. So, wir hoffen, dass das auch bei der CDU angekommen ist und dass wir alle zusammen jetzt darüber reden können, wie muss unsere Schulentwicklung in Düsseldorf weitergehen und wie können wir da vielleicht auch zu einem Konsens kommen, wie es ja im Land NRW schon geklappt hat.